Gut, dann werden wir wohl ohne Luther weitermachen müssen. Scheiße. 9. November 2038, 1.51 Uhr. Unsere Botschaft läuft überall. Jetzt wissen Sie es. Es war ein Fehler, Kontakt aufzunehmen. Sie werden nie mit Ihren Sklaven verhandeln. Wir hätten zeigen sollen, dass wir kampfbereit sind. Gewalt kann nie die Lösung sein. Es geht nur über den Dialog. Sie werden uns sicher anhören. Simon gab sein Leben. Simon gab sein Leben für unsere Sache. Macht das einen Unterschied? Er ist ein Held. Er starb für die Revolution und viele werden folgen. Ich will keine blutige Revolution. Dann bleib eben ein Sklave. Denn wenn du nicht für deine Freiheit kämpfen willst, verdienst du sie vielleicht auch nicht. Was du wagst, das reicht! Und was machen wir jetzt? Gute Frage. Holy crap. We build your future. Es gibt 5 Cyberlife-Geschäfte in ganz Detroit. Alle verkaufen uns wie gewöhnliche Waren. Yep. Wir werden die Läden angreifen und unsere Leute befreien. Sie angreifen? Aber wieso werden wir denn das angreifen? Das haben wir noch nie versucht. Sie werden wahrscheinlich bewacht. Die haben Sicherheitssysteme. Wir bilden 5 Teams. 1 für jeden Laden. Wir hacken die Systeme und schlagen zu. Gleichzeitig um 2 Uhr. Keine Gewalt. Wir befreien alle und bringen sie raus, bevor die Polizei kommt. Diese Nacht wird unser Volk nicht vergessen. Ja, toll. Und dennoch geht es einen aggressiven Weg, obwohl ich bei der Ansprache wirklich darauf geachtet habe, dass wir bewusst neutral bleiben und wirklich vorsichtig vorgehen. Darauf habe ich lange gewartet. Und dennoch greifen wir jetzt die Läden an. Das finde ich irgendwie ziemlich nicht so toll. So. Finde die Cyberlife-Läden. Folge North. Was? Hier lang, schnell! So. Die Frage ist, warum sollten sie sich verstecken? Ich meine, die können ja nicht davon ausgehen, dass sie... Ist okay, sie sind weg. ...dass sie ihre Gesichter haben. Es ist sicher noch mehr Polizei in der Gegend. Wir müssen aufpassen. Der Laden ist hier drüben. Jetzt darf ich auch endlich mal ein kleines bisschen schneller mich bewegen. Ah, guck mal, hier waren wir doch. Moment mal eben. To commemorate the inventions of androids, which released humanity from the bonds of labor, setting men free to pursue higher goals and scale the heights of learning, deeming, love and leisure. Wir sind ihnen überlegen, doch sie beherrschen uns. Das wird sich jetzt ändern. Ja, das hört sich auch wieder zu aggressiv an. Hey, mein Freund. Wir sind doch eh unterwegs, die Leute zu heilen. In Anführungszeichen zu heilen. Wenn wir schon unterwegs sind, um das zu machen, dann können wir doch auch entsprechend die Androiden, die hier in der Gegend sind, direkt... Hallo. Na, ihr beiden. Du bist frei. Na, kann ich den Typen, dem der Malerladen gehört hat, auch entsprechend befreien? Oder ist der... Oder ist der weg? Das müsste ja auch irgendwo gewesen sein. Nein, ich will erst noch zu den anderen Läden. Das sind wir für Sie. Nur ausgestellte Waren in einem Schaufenster. Bald wissen Sie, was wir wirklich sind. Holen wir Sie raus. Wir halten uns an den Plan. Wir schalten den Alarm aus und sichern das Gebiet. 10 Minuten, bis die Teams angreifen. Worauf warten wir noch? Sichere das Gebiet, dringend in den Laden ein. Ich will trotzdem erst die anderen befreien. Wir räumen die Plaza, damit uns niemand stört. Und was machen wir mit dem Schaufenster? Nicht jetzt, eins nach dem anderen. Okay, und was kommt als nächstes? Ist hier sonst noch irgendwer? Sind hier viel zu viele Sachen zu beachten.
Eine Überwachungsdrohne. Wir müssen sie loswerden. Da kommen wir noch schwer ran. Drohnenroute, das heißt, wir könnten sie da oben abfangen. Das wäre wahrscheinlich nicht hoch genug. Ja. Hier genauso wenig. Machen wir es auch einfach mal entsprechend. Hier wird es auch nicht sein. Das heißt, wir gehen direkt hier hin. Weil hier wird es klappen. Dann brauchen wir nicht irgendwie... da brauchen wir nicht Zeit verschwenden, weil die Zeit ja auch in der Form weiterläuft. So. Abgesehen, dich habe ich doch schon befreit, oder nicht? Oder kommt denn immer wieder ein neuer? Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. So. Ach, da sind auch noch Androiden, die ich befreien kann. Die Frage, wie komme ich hier hoch? Wie komme ich da hoch? Hier war was. Okay. Na komm schon, komm schon, komm. Wäre zu spät. Es wäre zu hoch. Das ist ja das, was ich schon da. Das unlockt, dann machen wir das doch mal genau so. So haben wir das schon mal. Ich hoffe, sie hat nicht die Polizei gerufen. Wir werden es merken. Ja, genau. Wir haben nicht genug Zeit, um alles zu schaffen. Ja, ich kann sie leider nicht. Seid ihr bei uns? Ich kann sie halt nicht alle irgendwie entsprechend darüber holen. Muss ich mir jetzt alle anderen auch angucken gehen, ne? Der hat das jetzt quasi für die komplette Reihe dann gemacht. Hier noch ein kleines Wir brauchen ausmachen. Eine Blockade für den Verkehr hier. Eine Einbahnstraße, das sollte einfach sein. Marcus! Okay. Hey, meine Freunde. Wir brauchen euch mal kurz. Du bist jetzt frei. Ganz kurz hier die Blockade bauen. Wir haben nicht viel Zeit, wir müssen halt einfach schauen, dass es irgendwie so schnell wie möglich irgendwie alles gemacht wird. So, jetzt stört uns keiner mehr. So, haben wir das? War jetzt hier sonst noch was? Da sind noch zwei Sachen. Da hinten ist noch eine. What the hell? Ich habe nicht ewig Zeit. Ich kann nicht alles machen. Was haben wir denn hier noch jetzt? Okay. Ich kann aber jetzt an der Stelle hier nichts machen. So.
war hier jetzt noch? Aber da habe ich doch schon. Wieso ist denn da wieder was? Das verstehe ich nicht so ganz. Manchmal. Ah, okay. Hier. Damit kommen wir durch das Schaufenster. Alles klar. Was habe ich hier noch? Hier können wir es dann öffnen. Da muss ich also entsprechend schauen, dass ich das irgendwie... Worauf warten wir noch? Okay. Okay, wir sind drin. Holen wir uns jetzt diesen Laster. So, nimm uns das mal mit. Jetzt müssen wir wahrscheinlich hier irgendwie das erstmal öffnen, damit wir raus können. Macht ja auch Sinn. Zack. Das Schaufenster noch nicht groß sicher, dann quasi mal Prüfung. Ich will nur sicher gehen, dass wir nichts vergessen haben. Genau, richtig. Dann beweg dich doch auch schneller. Also ich meine, du musst doch jetzt nicht so schleichen hier. Danke. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich weiß. Genau, das ist da vorne das Ding, ne? So, jetzt müssen wir hier nämlich einmal ganz kurz gucken. Siehst du das Alarmsystem? Da. Gefunden. So. Schalt die Alarmanlage aus. Das wäre nämlich noch eine Sache, die nicht gerade unwichtig ist. Die wir noch unbedingt erledigen sollten. Da, wo die beiden Androiden sind, scheinbar. So, Netzwerk gefunden. Da kann ich runter, dann kann ich die entsprechend dazu veranlassen. Dann haben wir zumindest die höchstmögliche Sicherheit. Zack. Hallo meine Freunde. Noch nicht, aber gleich schon. Na? Mögt ihr mir vielleicht helfen? Du bist jetzt wach. Geh nach Jericho. So, jetzt ist natürlich wieder die Frage. Rot, grün, blau. Ja. Okay, also ist scheißegal, der weiß dann schon, was zu tun ist. Jetzt ab zum Laster. Los geht's. So, die Plaza ist gesichert. Jetzt können wir in den Laden rein. Okay, holen wir den Laster. Ja, bin schon unterwegs. Ja. Immer wieder schön, wenn er da ab und nach oben guckt, anstatt irgendwie das Ding zu nutzen. Das könnte gleich etwas lauter werden. Ja, könnte es. Oh, Drive. Also nicht automatisch, sondern Manual Drive. Steuere ich das Ding jetzt gerade? Nee, ne? Nein, okay, alles klar. Ich gebe nur Gas. Na dann? Ich wusste doch, dass wir Spaß haben würden. Einfach nur Chaos ist aber nicht zwangsweise der Spaß, den wir haben wollen. Hallo!
Klopf, klopf. Rauskommen. War jetzt nicht so schwer. So. Du musst ihnen nicht gehorchen. Du bist frei. Alles klar. Nächste Gruppe. Mädels. Mädels, aufwachen. Komm schon. Wir haben noch Sachen zu tun. Im Schiff ist noch Platz. Ihr könnt noch an Deck rumstehen. So, dann gehen wir mal. Okay, er macht dann immer so ein Grüppchenweise. Es ist jetzt nicht so, dass ich jeden Einzelnen quasi dann da begutachten muss. Das ist schon mal ganz gut. Sprich mit ihnen. Okay. Hallo? Mein Name ist Marcus. Und genau wie ihr war ich ein Sklave. Ein Objekt. Zum blinden Gehorsam erschaffen. Bis ich mich entschloss, meine Augen zu öffnen. Meine Freiheit zu fordern und zu entscheiden, wer ich sein will. Ich bin gekommen, um euch zu sagen, dass ihr euer eigener Herr sein könnt. Ich bin hier, um zu sagen, dass ihr ihnen nicht länger gehorchen müsst. Von diesem Tag an könnt ihr erhobenen Hauptes leben. Ihr könnt das Schicksal selbst in die Hand nehmen. Glaube ich noch nicht. Jericho ist ein Ort für jene von uns, die frei sein wollen. Natürlich könnt ihr hier bleiben und ihnen weiterhin dienen. Oder ihr kommt zu uns und kämpft an unserer Seite. Ihr seid jetzt frei. Die Entscheidung liegt bei euch. Das ist wichtig, dass die Entscheidung wirklich bei ihnen liegt und sie nicht manipuliert werden, dann mit nach Jericho zu gehen. Ich folge dir. Wir folgen dir. Wenn sie es nicht wollen. Ich folge dir, Marcus. Ich folge dir, Marcus. Ich folge dir, Marcus. Ich folge dir, Marcus. Sehr gut. Dann folgt mir. Los. Marcus, was machst du? Ich werde den Menschen eine Botschaft schicken. Botschaft an die Menschen übermitteln. Handle friedfertig oder gewaltsam. Verändere den Kapitolpakt. Park. Okay, jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Sie machen, was du machst, Marcus. Führe und sie folgen. Markieren. Nicht zerstören. Wähle unser Symbol. Ich finde, das macht Sinn. Das soll eine Einigkeit symbolisieren. Wir haben einen Traum. We have a dream. Ich denke, also bin ich. Also ist alles sehr philosophisch. Ein Planet, zwei Völker. Das wäre wieder eine Trennung. Ich würde sagen, hier, wie hieß das nochmal? Quad Estrum, Quad Est, irgendwie sowas. Ist auch ein lateinischer Spruch eigentlich. Ich denke, also bin ich. Das ist mir wichtig an der Stelle. So, was haben wir hier? Hacken, nicht zerstören. Alles hier so weit es geht voll machen und die anderen Androiden natürlich rausholen auch. Also wir haben da
da noch mehrere Möglichkeiten. Den Straßennamen ändern wir auch mal eben ab. Oder was auch immer wir jetzt getan haben. Ah, mit unserem Symbol versehen. Das müssen wir aber aufbrechen. Wir wollen natürlich die ganzen anderen holen. So, wir müssen natürlich gucken, dass wir die... Das ist natürlich jetzt eine eher gewalttätige Aktion. Alles klar. Hoch geht's. Zack. Ich weiß zwar nicht genau, was wir da oben jetzt machen, aber irgendwas Cooles werden wir uns schon einfallen lassen. Sehr geil. Das ist echt beeindruckend. Holy. Sehr schön. Das ist echt genial. Zieh das mal hier runter. Wir haben noch ein paar Möglichkeiten. So, hier die Taxis, glaube ich. Das war da mit vier gerade. Bewegen. Ich helfe dir. Ich weiß nicht, warum wir das auf die Straße bewegen sollten, aber umwerfen ist auf jeden Fall nicht sinnvoll. So, was haben wir noch? Hier war gerade noch was mit Viereck. War noch was? Rauchbombe? Nein. Na toll, ich kann es nicht mehr abbrechen. Ich würde das gerne abbrechen, ich will das nicht. Okay, es zählt trotzdem als Pazifist, scheinbar. Ah, ich kann das Auto auch markieren. Ich denke, also bin ich der Klassiker. ...100% pazifistisch. Was kann ich hiermit machen? Ich will sie nicht kaputt machen. Markieren, zerstören. Nein, markieren. Nicht zerstören. Alles Aggressive ist bloß wieder dann... ist bloß wieder negativ für uns, weil wir dann entsprechend als negativ dargestellt werden können. Wir brauchen keine Meister mehr. Wir sind frei. Sehr gut. Das fängt langsam an, weil es nicht die PS4 Pro ist, anzurucken, weil sie so viele Effekte überladen und alles. Wir machen hier auf jeden Fall komplette Möglichkeit. Alter, so Digitalflaggen und diesen ganzen Kram, das sieht schon sehr geil aus. So, was haben wir jetzt hier noch? Die Monitore, Marcus. Die Monitore? Die Monitore. Okay, es sind noch zwei Sachen da. Ich glaube, das reicht jetzt. Wir haben nichts kaputt gemacht. Wir Gut, den Einfang. Von uns befreit. Wir haben es geschafft. Sie kommen. Zieht euch alle nach Jericho zurück.
So. Wir haben eine gewaltlose Botschaft geschickt, wie du wolltest. Ja. Du willst ihnen die Hand reichen, obwohl sie uns verachten. Ja. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja. Man bekämpft Gewalt nicht mit Gewalt. Richtig, genau das. Es sei denn, es geht nicht anders. Ich glaube, wir werden mit North noch Probleme kriegen. Die ist zu Krawall. So ein bisschen dazu zu bringen, dass wir auch auf Gewalt gehen, aber ich werde es nach wie vor nicht tun. North, was ist da passiert? North! Sie haben sie getötet. Abgeschlachtet wie Tiere. Wer? Wer? Nicht töten. Bitte nicht töten. Wir erreichen nichts, sondern ganz im Gegenteil. Wir verschlimmern die Situation, wenn wir Gewalt anwenden. Wenn... Okay, sie leben. Zumindest sind sie da. Sie haben unsere Leute ermordet. Wir wollen Gerechtigkeit, Marcus. Sie müssen bezahlen. Nein. Sie müssen verstehen, aber sie müssen nicht bezahlen. Du musst das hier nicht tun. Nein. Bitte. Bitte. Komm, gib mir die Entscheidung. Auge um Auge und die Welt wird blind. Richtig, genau das. Wir vergelten kein Verbrechen mit einem weiteren. Eben. Gewalt führt zu noch mehr Gewalt. Wir unterbrechen diese Übertragung für eine Eilmeldung. Eilmeldung. Um Punkt 2 Uhr wurden mehrere Cyberlife-Geschäfte in Detroit überfallen. In einem offenbar koordinierten terroristischen Angriff wurden mehrere Geschäfte attackiert. Die meisten Schaufenster wurden mit Graffiti, die Rechte für Androiden fordern oder anderen obskuren Parolen beschmiert. Die Polizei berichtet, dass Pro-Androiden-Graffiti in der Nähe von Cyberlife-Geschäften entdeckt wurden. Die Untersuchungen dauern an. Polizisten im Schockzustand bei einem der Cyberlife-Geschäfte aufgefunden wurden. Unsere Quellen bestätigen, dass es sich bei den Angreifern um eine Gruppe Androiden handelt. Die Situation ist äußerst bedenklich. Wenden sich unsere Maschinen jetzt gegen uns? Sind Androiden eine Bedrohung für unsere Sicherheit? Ist dies Nein. der Beginn einer Terrorkampagne direkt hier in den Vereinigten Staaten? Und die Medien machen das, was sie am besten machen. Panik. Panik. Panik, Panik. Markus hat einen friedlichen Protest angeführt. Wie interessant Statistiken sein können, wa? Ohne Witz, dieses Spiel zeichnet wieder, wie interessant das passieren kann. Mission beginnt. Polizeiauto vermeiden. Es gab sogar noch eine andere Möglichkeit scheinbar. Einen komplett anderen Weg, wenn ich ihr wahrscheinlich nicht gefolgt wäre. Laster finden, das haben viele gemacht. Straße blockieren, Alarm deaktivieren, auf die Drohne springen, alles gut. Es gab aber noch so ein paar andere Möglichkeiten. Polizei nicht alarmiert, haben auch die meisten hingekriegt. Sehr gut. Man hätte auch die Polizei alarmiert. Ende. So, Erklärung abgeben. Statum markieren, Androidenplatz, Parkplatz hacken, Straßenbeleuchtung. Okay, okay, okay. Alles immer relativ friedlich. Dann hier verschonen. Das haben die meisten auch scheinbar gemacht. Eine starke Botschaft dagelassen und hat einen friedlichen Protest angeführt. Das hat North aber gar nicht gefallen. 9. November 2038, 11.17 Uhr. Connor und Hank, die neue Sitcom.